Wohin mit dem Erbe? Diese Frage stellt sich Prinz Frederik von Anhalt schon lange und bisher leider ohne Ergebnis. Als neunter und letzter Ehemann von Hollywood-Legende Zsa Zsa Gábor hat Frederik von Anhalt 2016 nach ihrem Tod ihr Vermögen von geschätzten 60 Millionen Euro geerbt. Der 79-Jährige hat in den letzten Jahren bereits 6-mal adoptiert. Doch keinem seiner Adoptivsöhne möchte der Witwer wirklich sein Millionenerbe überlassen. Auf der Fashion Week in Berlin spricht der Wahlkalifornier im bunte.de-Interview offen über die Gründe seiner Enttäuschung. Ich bin ja nun alleine seit 6 Jahren. Ja, 6 Jahren. Wollte ja eigentlich nicht mehr, ich wollte ja eigentlich gar keinen Part mehr haben. Deshalb habe ich ja adoptiert, ich habe ja 6 Leute adoptiert und bin 6-mal auf die Schnauze gefallen. Ja, es hat nicht funktioniert, besonders bei der letzten Adoption. Da habe ich gedacht, wirklich, das ist er, der hilft auch ein bisschen, der hilft, macht mal Büro und so weiter. Aber hat auch nicht funktioniert. Alles sind sie abgehauen, sind der eigenen Weg gegangen. Ja. Alle haben sie mich belogen. Ja. Dabei hat doch alles so perfekt geklungen, als Prinz Frederik stolz seinen 6. Adoptivsohn vorgestellt hat. Doch auch der Münchner Kevin Feucht scheint den Vorstellungen eines perfekten Erben des Prinzen nicht gerecht zu werden. Also muss nun ein neuer Plan her. Verdammt nochmal, jetzt suchst du den weiblichen Partner. Jetzt kannst du ja nochmal heiraten gehen, vielleicht findest du eine Frau. Wer weiß, vielleicht geht ja dieser Plan auf und der Prinz findet auf diesem Weg zu seinem Erbglück.